Verwandschaft. Ja, ja. Ja. Der junge Mann kennt ja normalerweise nur schreien bei Vox, ne? Und was ist? Ein Scheißdreck ist! Ja, sagen wir mal so, ich bin impulsiv. Nee, ich habe Angst. Ohne Scheiß. Ehrlich? Detlef trainiert an Bänder, ja? Und das ist ja was ich gar nicht kann. Ich habe ja null Ausdauer. Radio ist für Pussys, ne? Ja, Radio ist für Pussys. Boah, und Pussys riechen so gut. Boah, die Scheißfotze hat gewonnen, den mache ich kaputt. Servus Sportfreunde, hier ist Markus Rühl von Rühls Bestes, der Marke mit der größten Auswahl an Clearproteinen, in-house hergestellt und somit natürlich auch made in Germany. Ich möchte euch heute unsere Proteine vorstellen. Das ist einmal unser Kristallprotein, unser Clearprotein, unser Whey-Protein Hydroclear. Alle diese leckeren Clearproteine und noch vieles mehr könnt ihr jetzt bestellen bei rühl24.de. Bis bald, viele Grüße. Sportfreunde, es ist soweit. Ein neues, wunderschönes Video steht an. Wir haben heute einen besonderen Ehrengast. Nee, nicht den hässlichen da, den kennt ihr ja. Ja, ja. Pfui, ne? Ich war mit dem im Urlaub, das ist schlimm genug. Ne? Der Detlef Steves. Steves, wie Stevia, ne? Genauso süß. Genauso süß ist er, ja, hoffe ich. Mit dem drehen wir heute ein schönes YouTube-Video. Kennt ihr vielleicht von Vox und so weiter. Wenn ihr das Gesicht jetzt gleich seht, wisst ihr genau, wer es ist. Ne? Freue ich mich drauf. Also schauen wir mal, was man kann. Markus Rühl. Mein Lieber. Hast du die Verstärkung gehabt bei der Angst? Ja, ja, hast, ja. Ne? Aber ich habe gedacht, ich nehme einen, den war in deinem Kaliber mit. Ne? Das ist ein massiver Genug, ne? Ja, ist ja auch nicht schwer. Ne? Das ist so stark geworden, ja, ja. Ja. Ja, immer noch ein bisschen Jetlag. Ja, das ja. Ist er. Ne? Der junge Mann kennt ja normalerweise immer nur schreien bei Vox, ne? Ja, sagen wir mal so, ich bin impulsiv. Wo soll ich hin jetzt? Ey, Junge, was hör mit der Scheiße auf, ey? Ich werde jetzt richtig sauer hier drin. Ja, ich habe vor 10 Jahren, habe ich ja Massephase, also Alzheimer-Massephase gehabt. Okay. Habe nur vergessen zu trainieren. Ja. Guck mal. Was ist so dick? Das ist 10 Jahre her, ne? Scheiße. Das war aber vor der Fernsehzeit, ne? Nee, das ist mittendrin gewesen. War das so? Mittendrin, ja, ja. So kenne ich dich nicht. Ja, ja, das ist mittendrin. Ist auch ein bisschen, ich stehe ein bisschen hoch. So, ja. Und jetzt zeige ich dir mal, dass ich auch so ein bisschen Ahnung von der Materie habe. Mit 16 Jahren, aber natural, ne? Ja, komm mal her. Da war ich, Opa, ja. Da war ich, na. Ja, tschüss mit der Hand. 16 Jahre war ich da, ne? Du warst immer auf der Bühne gewesen? Nein, nein, ich, es war da, zu der Zeit war es ein Traum von mir, ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dann kam der damalige Studiobesitzer, kam dann an und meinte, so, jetzt hier musst du mal gucken, wir wollen ja jetzt irgendwann mal auf die Bühne, Primabolan, Megrasofit, dann, weißt du, dann kommen die ja direkt mit Zeug und ich war 16 Jahre alt und habe mir gesagt, nee, das ist nicht mein Weg, überhaupt für etwas zu nehmen. Und überhaupt das so einzuschlagen, möchte ich einfach nicht. Mir auch gar nicht. Ne? Du kannst ja das ist so das Oldschool-Ding. Es gibt ja immer nur im Oldschool-Bereich das ein und dann musst du reinpfeffern. Ne? Aber mal unter uns Gebetsschwestern. Jetzt die Leute, die jetzt so auf der Bühne sind, die sind doch nicht naturell. Keiner. Nee, die sind alle. Ja. Ne? Es geht ja, aber das finde ich da draußen. Da muss ich in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewegt habe, ja, ein Profi sowieso nicht. Das ist null. Das ist alles Bullshit. Wir müssen darüber reden. Das ist auch gar nichts Böses. Da muss man auch gar niemand über die Ambition nehmen, zu sagen, ach sowas, die nehmen was. Das ist Spitzensport. Aber ja, und ich finde ja auch nicht schlimm, etwas zu nehmen. Man geht ja einen Weg. Jeder weiß das. Weil glaubst du, jeder Tennisspieler ist clean? Ich glaube, die nehmen auch irgendwas. Ja, so sportspezifische oder generell spezifische Drogen, ob das eine geistige Droge ist, eine körperliche Leistung, eine Optik, ob man sich besonders konzentrieren kann. Es gibt doch immer gewisse Dopingsubstanzen. Ich glaube auch, weil die trainieren jeden Tag, die haben Spiele von 5 Stunden. Wie will ein Körper das denn wegpacken? Wir machen es noch besser, wie sind die Radfahrer? Ja, ach ja, komm, Lance Armstrong hier, unser Jan Ullrich. Ja, aber ist es denn, es war doch klar, dass der was nimmt. Ja. Oder hat einer gedacht, das geht mit 3 Bananen und einem Apfel oder was? Viele draußen denken, das wird nur im Bodybuilding gemacht. Ja, aber da gibt es so blöde Menschen, aber da kann man keinen Vorwurf machen, finde ich. Ja, das ist ja dann eher so das ganze Umfeld, dass das irgendwie so eine Schaustellung macht. Du musst ja trotzdem, du musst ja noch mehr leisten als vorher. Na Quatsch. Ne? Also das ist doch alles das Halbwissen und gefährlich. Dummheit, Dummheit. Ja, herrscht ja generell in unserer Gesellschaft viel Dummheit. Aber das wollen wir heute nicht in anderen. Das haben wir schon mal telefonisch geklärt. Da müssen wir mal machen, wenn wir nach Thailand auswandern oder so. Ne? Und was machen wir heute? Ich weiß nicht, was wir machen. Vielleicht du bist eben am Diäten noch? Nein, ich mache gar keine Diät. Nein, nein. Gar nichts mehr? Ich esse, nein, habe ich nie gemacht. Okay. Ich esse keinen Zucker. Ja. Ne? Ich versuche Zucker zu vermeiden. Schon, aber kein Kohlenhydrate Zucker. Schon. Ich versuche Zucker so gut wie es geht. Ich esse keine Süßigkeiten mehr. Ich esse kein Eis mehr. Kein Kuchen mehr. Ich gucke, dass ich helles Brot so gut wie möglich wegdrücke, ne? Und achte ein bisschen auf meine Ernährung. Ich esse aber auch mal eine Pizza, ich esse auch mal einen Burger. Zählst du Kalorien oder machst du einfach frei nachschauen? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe auf die Waage, guck mal, auch an meinem Geburtstag, ich habe 96,8 gehabt. So, ich bin heute Morgen auf die Waage und habe 98,5. Ich weiß, ich habe die 2 Tage jetzt, gestern und vorgestern habe ich viel gegessen, habe gut gegessen. Und dann weiß ich, so jetzt fahre ich wieder ein bisschen runter, gucke wieder ein bisschen. Ich hole mir Kohlenhydrate gerne über Kartoffeln anstatt über Nudeln, finde ich scheiße. Darf ich was dazu sagen, was du machst? Oh, bitte, bitte, bitte. Also letztendlich, was wir jetzt eben gesehen haben, was der Detlef macht, ohne dass er es vielleicht aktiv weiß, dein glykämischer Index ist sehr, sehr gut. Das heißt, du achtest alles, dass du keine schnellen Zucker reinballerst, die den Insulinspiegel verschieben. Ja. Komplexe Kohlenhydrate, Kartoffeln, Reis, was du gerade sagst, haben ich sehr niedrigen glykämischen Index, das heißt, dein Insulinspiegel bleibt relativ gleich. Ja. Deswegen kann der Körper mehr Fett verbrennen. Ach, geil. Das ist das, was du machst. Ja, das ist das, was unbewusst, ne? Machst du unbewusst, dann machst du genau richtig. Darum geht es im Endeffekt. Es geht nicht um die bösen Kohlenhydrate, sondern es geht um welche Kohlenhydrate die brauchst du. Wenn ich mal Nudeln esse, ich mache ja so ein Programm, ich mache das mit den Bändern, ich zeige dir, ich reiße das gleich mal so ein bisschen bei dir an. Ich mache ja mit den Bändern und ich trainiere 2 Stunden ohne Pause. Ja. Ich habe ja meinen Coach, der springt hier. Das halte ich kaum aus, ey. Ne? Und wirklich, ich gehe wirklich 1:1 von Band zu Band und dann, ich mache immer 3 Minuten. Ein Zirkel und immer 3 Minuten pro Station und gehe das 3-mal durch. Okay. Ne? Und das sind zwischen 13 und 15 Übungen dann immer. Da ist Planken dabei, ne? Da ist die Bauchrolle dabei und. Ne? Das kann ich gar nicht mehr. Immer voll. Ja, das ist schon, das geht an die Substanzen, aber ich habe das letzte Mal so gut ausgesehen, irgendwo mit Mitte 20, ne, weil es einfach so, jeder hat ja seinen Sport, jeder hat ja so seine Neigung und ich habe da das für mich gefunden, was mir unheimlich gut tut, wo ich dranbleibe. Ich habe nie etwas länger als 6, 7 Monate. Boah, voll. Ja. Volle Packung. Was Spaß macht. Ja. So, und das ist es, ne? Das ist, weil viele sehen immer, ja, wenn du abnehmen willst, geh joggen. Boah, ich finde Joggen so scheiße, ne? Ich finde Joggen, und dann in unserer Gewichtsklasse, was wiegst du, weißt du das? 100, was habe ich gemacht? 141. 141, echt? Ja. Aber was hast du denn zur aktiven Zeit? Ja, komm. Ach komm, ich wollte gerade sagen, zeig ich mal. Ja, genau, ich kann den abzeigen, aber so, bitte, ja bitte. Ja, nee. Darf man mit 141 Kilo haben, oder? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Naja, ich bin 52 Jahre. Nee, ich finde, ach Quatsch, nein. Wir machen so 1, 2 Übungen mal nach meinem Style. Ja, gerne. Ein bisschen Rücken und dann machen wir mal Übungen, wie du das für richtig hältst. Genau. Hast du was Bänder oder was? Ich habe alles dabei. Okay. Ich explodiere halt bei Bänder, weil das ist ja eine durchgehende, Belastung. Ja, ne? Wir arbeiten ja auch mit Therabänder, allerdings nur kurz vor der Bühne oder so, zum Aufpumpen. Zum Pumpen, dass du schnell Blut in die Muskulatur bekommst, damit du schnell Volumen reinkriegst. Muskelaufbau ist das primär nicht für uns jetzt. Nein, null. Aber es ist aber schnell Pump, schnell Druck rein. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn wir deine Übung machen, explodiere ich. Ja, das bin ich gespannt. Weiß ich jetzt schon, dann sage ich. Nein, musst du nicht. Ach, nein. Das ist genauso, wenn du da gleich Gewichte drauf machst. Ich mache kein Bodybuilding. Ich habe Probleme mit Schulter gerade wieder. Knie sind bei mir durch. Dieser allgemeine. Ja, ich habe früher als Ursel zu viel gemacht. Das ist einfach. Ich würde den jungen Leuten gerne sagen, boah Leute, macht das alles in eurer Fasson. Aber wie waren wir früher? Es gibt ein Video, da ist meine alte Trainingsvideos, da ist ein Mann dahinter, der hat auch mal gesagt, trainieren nicht so schwer. Ja. Und ich habe letztes Video wieder gesehen oder den Ausschnitt, da habe ich auch gedacht. Halt die Fresse. Ja. Er hat recht, aber halt die Fresse. 30 Jahre später habe ich auch gedacht. Ja, so falsch war er eigentlich. Ja, aber hörst du das von ganz weit weg? Sparta! Das ist einfach, du kannst den jungen Leuten. Nein, was du immer sagst, ach, der kann es ja noch nicht mehr, deswegen sagt er das. Ja, ist so, ne? Und es ist ja auch gut so. Also, aber ihr jungen Menschen macht. Ja, gebt Gas, habt Spaß, passt nur ein bisschen auf. Ja. Und wenn ihr Schmerz habt, Ibo 800, Beste. Schmerz ist nur Gefühl wie Pisse gehen. Ne? Kann man auch wegdrücken. Das, ne? Oder also nicht immer. Ja, oder ein hysterischer Aufschrei vom Körper. Das kannst du gut. Das ist so. Für die Hysterie bist du zuständig. Da bin ich ganz klar. Kann man nachher ein bisschen rumschreien? Ja, ne? Kann man hier rumschreien? Ja, ist ja keiner hier. Ist ja keiner da, ne? Ich will dich mal schreien hören, so jedenfalls. Ehrlich? So ein cholerischer Anfall finde ich gut. Ja, aber bin ich ja nicht auf Knopfdruck. Ich bin ja wirklich so, ne? Erzähl mal was, wie ist denn das jetzt bei Vox? Bist du das oder ist das auch manchmal so ein bisschen animiert? Nein, es ist, die bringen mich in Situationen. Die bringen mich wirklich in Situationen, aber natürlich ist das ein Teil von mir. Aber Choleriker. Ich bin kein Choleriker. Bist du das ja gar nicht eben? Nein, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich weine, ich lache, ich bin laut, ich bin leise. Ein Choleriker hat nur eine Schiene. Bin ich einfach nicht. Aber das kommst du bis jetzt ganz anders, wie man dich so im Fernsehen wahrnimmt. So ja, ganz aber, ruhig, reflektiert. Ja, aber ist doch logisch. Das ist ja, guck mal, wenn wir jetzt in der Situation sind, sagen wir mal, wir beide würden Detlef muss Reisen machen, da hättest du mich permanent auf eine ultra angespannte Form, weil wir haben wirklich geschlafen, wo es scheiße war. Ja. Die haben mich wirklich nur gefickt. Ja. Bei YouTube kann ich das ja sagen. Ja, ne? Ja. Die haben mich nur gefickt, von morgens bis abends. Ja. Ich hatte in Hongkong ganze Beine voller Bettwanzenbisse. Oh. Es war alles Arsch. Und es ist klar, dass ich da eine Grundstimmung hatte, die nicht lustig war. Ja. Weil die meisten Leute denken, der rennt nur durch die Gegend, brüllt rum und hat permanent seine Frau im Schwitzkasten. Ja. Bullshit. Ja. Bullshit. Über die Dummheit der Menschen. Ja. Darüber könnte ich mich dann schon wieder aufregen, weißt du? Das ist das Gleiche wie bei dir, als wenn du nur Hantel in der Hand hättest und nur am Fressen bist. Nur Steroid im Kopf haben. Ja, ja, das ist doch, weißt du, die Leute haben eine Vorstellung, ich weiß nicht, ich finde es gruselig. So dumm, ne? Komm, lass uns Sport machen. Ja, wir ziehen uns kurz um. Genau, ein bisschen umziehen und dann geht's weiter. Ja. Oh, ihr Lieben, jetzt sind wir hier in der Fitnessoase und wir haben einen, ich hab's ja gesagt, YouTube-Video machen. Guck mal, wer da ist. Ne? Kennt ihr den jungen Mann? Ne? Guck mal, ich passe genau hinter einer Schulter. Das ist schon geil. Na ja, gut, also. Der junge Mann trainiert auch natürlich brutal. Wir machen jetzt ein schönes Video zusammen auf YouTube, könnt ihr dann später bewundern. Wir werden erstmal ein bisschen Training machen, so wie ich, und dann machen wir Training, so wie der Detlef trainiert. Und dann schauen wir mal, dann machen wir mal eine Schnittmenge daraus. Nee, ich habe Angst, ohne Scheiß. Ehrlich? Detlef trainiert an Bänder, ja, und das ist ja was ich gar nicht kann. Ich habe ja null Ausdauer. Ja, brauchst du, bei meinem Training brauchst du das auch nicht. Das Cardio ist für Pussys, ne? Ja, Cardio ist für Pussys. Boah, und Pussys riechen so gut. Was? Ich bin 52, ich mache nichts mehr mit Pussys. Ehrlich nicht? Nee. Wenn Lügen kurz eine Weile hätten, dann müssten wir jetzt runterpacken. Also seid gespannt, es kommt was Lustiges. Sonst ja eher so, dass wir Muskelgruppen trainieren. Ja. Das heißt, wir machen jetzt ein Rückentraining, danach wäre noch ein Trizep oder etwas dran. Okay. 4 bis 5. Ein Zug, eine Übung praktisch. Genau, das wäre jetzt eine Übung Rücken, dann macht man noch 3 bis 4 Übungen Rücken und dann macht man Bizep oder Trizep danach. Das wäre so ein Trainingstag. Ne? Ja. Wir machen jetzt nochmal zum Reinschnuppern, machen wir jetzt nochmal ein bisschen Rückenübung. Ne? 2 Stück. Ja. Mal ein bisschen ballern und dann können wir gucken, was geht. Man sieht, wie du dabei wächst. Ist das heftig. Schlepp mich aber. Früher war das Tatsache so. Ich war nach dem Training, wenn ich ein T-Shirt angehabt habe, war das T-Shirt nach dem Training komplett zu klein. Also ich bin schon im Umfang 2 cm gewachsen überall. Ne? Also das muss schon sein. Das ist schon heftig. Ne? Spüren hier Latissimus. Ja. Da fokussieren drauf. Muskel meint, heißt immer so, der Kopf bestimmt, wie der Muskel arbeitet. Das ist natürlich eine Übung, die schön geht, ne? Ja, ja, da merkst du schon. Jetzt ist noch gut. Ne? Richtig lecker, ja, ja. Kann man noch sauber trainieren. Was hältst du von Abfälschungen? Unbedingt. Ja? Aber jetzt nicht. Nee, 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 aber so allgemein. Weißt du, wir machen immer so 5 Sätze. Wenn du sagst, okay, ist gut. Immer so 15 Wiederholungen. Und wenn du sagst, du bist dann zum Satz 3, 4 und machst dann so viel Gewicht, dass du nochmal 2, 3 Wiederholungen abfällst. Das ist da legitim. Okay, um einfach auch ein bisschen ans Gewicht ranzugehen. Der Muskel wächst mit dem, was er nicht kann. Ist so, ne? Nicht mit dem, was er kann. Das ist die Endessenz, ja? Und wenn man halt dann sagt, man trainiert immer nur das, was der Muskel sauber kann, habe ich zwar auch einen Reiz, aber den Reiz, den er tatsächlich braucht. Das ist für mich gerade so strange, mit dir hier zu trainieren. Das ist so easy. Nee, geil irgendwie so. Das ist so. Zu zweit. So geil. Ey. Bist du halt auch immer ja, motivierter so ein bisschen. Das ist auch, ne, wenn ich zu Hause mal, wenn der Coach nicht kann und ich mache zu Hause, ne, boah, dann denke ich immer so, ja okay, ja, nimmst du die Schippe jetzt noch? Nur, Coach braucht nur daneben stehen. Oh, nee, den zeige ich. Am Endeffekt muss es in dir haben, ne? Ja, genau. Aber jemand hilft dir natürlich an den Entscheidungen zu gehen. So ist es, so ist es. So hier breit ist gut, ne? Breit, probiert 12 bis 15 Wiederholungen. Ja. Hier ist auch. Ja. Auf, weiter. Komm, noch zwei. Einer, sehr gut. Komm, nochmal, letzter, komm. Und weg, gut. Sauber. 10, komm, 11, komm, 12, komm, 2 Stück, 13, komm, 14, komm, ein für Mama, 15, jawohl. Mein Hund war früher auch dabei. Ja? Ja. Ja, ich finde das schön, wenn er dabei ist. So, ne? Ein Stafford Terrier, ich habe einen Stafford, der ist Lady. Ah, schön. Und da hat immer da gelegen und mich beobachtet. Ah, schön. Ich muss das jetzt auch, ne? Probier's. Puh. Ich glaube, jetzt komme ich so langsam an meine Grenzen. Bisschen breiter bitte. Ja, so leicht, damit ich so leicht im Knick so leicht bin. In die Knicke da. Ja, okay. So, jetzt auch eine Frage. Ja. So packen und manche sagen, nein, so, dann geht das ohne Futzwirbelung. Wie würdest du es machen, ohne dass ich jetzt dabei wäre? Ich packe meistens so. Dann ist richtig. Okay. Mach das, was du für dich gut findest. Ja, also da gibt es auch keinen... Nein. Kein Ding. Bankdrücken auch, der eine drückt so, der andere drückt so. Ja. Was ist richtig, falsch, beides. Ja, ist das, so, was ne? für dich okay ist. Jede Wahrheit ist die richtige, genau. Ne? Ach du Scheiße, nee. Auf. 2, 3, 4, komm. Und 5, komm. Und 6, komm. Und 7, komm. 8, 2 Stück. 9, auf, 1. Komm! Letzter! Komm! Letzter! Boah, jetzt hast du aber schön Trizeps mitgemacht. Boah, ne. Boah, da gehen wir jetzt aber in Kilosphären, wo ich echt gar nicht zu Hause bin, ne? Ja, ja. Würdest du alles genauso machen? Sportlich gesehen, glaube ich schon, ja. Ja? Ja. Ich habe mir nichts vorzubereiten, wo es halt, ich weiß, der Fehler oder... Ich hätte ja nichts besser machen können. Ja. Ich habe ja probiert, wieder auch im Leben... Alles immer, was für mich möglich war, bestmöglich umzusetzen. Ja. Das wäre nicht mehr gegangen. Ich meine, es ist ja, was ist Sport oder Leben ist ja kein Wunschkonzert. Nee, das stimmt. Du kannst nur dein Bestes geben und das, was bei kommt, kommt. Und wenn es das halt nicht langt, dann bist du deswegen kein schlechter Mensch, sondern es waren halt andere besser. Du hast halt einfach alles gemacht. Und das ist, ne? Sport. Und darum halt finde ich das so schade. Was sagst du denn zu dieser Thematik, dass die heutzutage keine Bundesjugendspiele mehr machen, damit die kleinen, fetten Kinder nicht mehr sagen, Katastrophe. Nein, Katastrophe. Der Leistungsgedanke in unserer Gesellschaft ist doch das A und das O. Was soll denn die Motivation sein eines Menschen, wenn er nicht mehr verdient, keine Medaille oder keine Achtung bekommt für seine Leistung? Weil das geht ja aufs ganze Leben über und wir sind ein Exportland. Wir leben eigentlich vom Export. Natürlich. Das ist doch eben, Sport ist doch das Gesicht der Gesellschaft. Ist und wenn ich dann immer alles so weichfotzen nur noch erziehe, ja, dann bin ich halt auch eine Weichfotze im Leben. Ne? Ist so. Hashtag ist so. Ja. Endlich mal jemand, der es so sagt wie ich. Und das ist, was die ja in unserer Jugend oder in unserer Schule schon jetzt dahin erziehen wollen. Boah, ganz schön. Meine Kleinen sind gerade im Kindergarten. Wir haben Gott sei Dank noch Wettlauf, ja? Ja. Und da gewinnt auch einer und verliert einer. Ja, und es muss doch auch. Und wenn du verlierst, ist es doch ein Ansporn. Ganz ehrlich, was hat dich mehr wachsen lassen? Die Siege oder die Niederlage? Ja, die Niederlage, klar. So, danke. Danke. Leute, die Niederlagen lassen euch wachsen, nicht die Siege. Beim Sieg denkst du, ich bin der Geilste. Bei einer Niederlage, boah, die scheiß Fotze hat gewonnen, den mache ich kaputt. Es gibt Menschen, die haben nur Niederlagen im Leben, ne? Okay, aber jetzt ganz ehrlich... Ja, die größte Niederlage in meinem Leben warst du. Darum trägt er ja auch schwarz und läuft im Hintergrund. Das Hähnchen, ne? Die Motivation. Genau so, ja. Genau so. Und das ist ja eigentlich das, was richtig ist. Ja. Ne? Das ist das, was es eigentlich richtig bringt. Richtig und richtig. Ne? Ja. Genau. Ja, ich finde auch, boah, diese ganze, und du kannst in der Schule nicht mehr sitzen bleiben und das soll nicht mehr übergewichtig, das soll mehrgewichtig heißen. Ich habe weder übergewichtig in meinem Leben noch mehrgewichtig gesagt. Ich sage fett. Ich war ja auch fett. Was ist das? Das ist Körperfett. Das ist Fett. Ich hab da einen kleinen Rettungsring, das ist einfach so. Ist aber auch nicht schlimm, ich habe gut gelebt in meinem Leben, Punkt. Ne? Und was kann man machen, man kann es ändern. Ja, genau. Mit harter Arbeit. Ich kann so und nicht, ich gehe mal... Geile Geschichte, diese Abnahmegeschichte von mir. Ich weiß nicht, wie weit ich hier machen kann, weil die Bizepssehne abgerissen ist. Oh, das ist gefährlich, ja. Dann mach bitte so, ja, dass es für dich okay ist. Nur zeig mal, ist gut operiert, oder? Nee, gar nicht. Guck, ist gar nicht operiert? Nein, gar nicht. Ach, der ist voll aufgezogen. Ja, ja, das, gar nicht. Darf man das zeigen? Ja, ja, klar, logisch. Was hat der Arzt gesagt? Kann man operieren, soll man oder muss man nicht? Nee, pass auf, der Hammer ist, nachts... Ninja Warrior? Ja. Abgerissen dabei. Bin nachts bei Ninja Warrior. Der Arzt sagte schon, das sieht nicht gut aus vor Ort. Fahr mal bitte direkt ins Krankenhaus. Ich nach Mörs ins Krankenhaus gefahren. Kommt so ein Typ, eine halbe Stunde später, wo ich da war, so Augen auf 2:30, total verschlafen, guckt so, ist eine Zerrung. Eine Zerrung? Geh mal nach Hause, ist eine Zerrung. Hat mit dem Ultraschall geguckt. Ist eine Zerrung. Fahr nach Hause. So, ich eine Woche, 1,5 gewartet. Der ganze Arm grün und blau. Schmerzen gehabt ohne Ende. Seele blutet, ja. Und ich so, boah, was machen wir jetzt? Ich meinen Arzt angerufen, sagt er, ja, wie? Die haben gesagt, eine Zerrung, schick mal ein Foto. Ich dem ein Foto geschickt. Anderen Tag direkt zum MRT. Ja. Muskelbündelabriss. Mhm. Ne? Also Sehnenbündelabriss. Ja, was machen wir jetzt? Und ich bin so ein Typ, ich habe Angst vor Narkosen, wie ein kleines Mädchen vorm ersten Mal. Also ich habe da gar keinen Bock drauf. Ne? Habe gesagt, weißt du was, ich kann ja schon wieder was heben, ist gut. Ne? Und dann habe ich es einfach dabei belassen. Das ist die untere Szene, ne? Ja, das ist hier, fühl mal hier liegt irgendein Scheiß drin rum. Ja, die absorbiert dann der Körper irgendwann. Ja, ja, genau. Weggemacht und der Muskel hat halt jetzt keinen Halt mehr. Ne? Genau, genau. Aber ich kann meinen normalen Alltag, meine Bänder, mein Gedöne kann ich machen. Ich kann auf der Seite keinen Bizeps mehr trainieren. Ja. Ne? Das ist, und habe halt bei so Übungen jetzt hier... Das ist ja vorsichtig machen. Ne? Merkst du das von der Kraft her oder merkst du, was spürst du jetzt? Du hast Kraft, du hast sofort Schmerzen da. Und morgen, wenn ich das jetzt viel machen würde, habe ich morgen Schmerzen. Das war schon mit dem Ziehen so, aber ich will ja hier nicht als Mimi, weißt du? Bist jetzt schon. Ja, weiß ich. Warte, komm, wir machen mal beide, mach mal so bitte. Mach mal so und dann machen wir beide so. Das sieht so imposant aus, ne? So die ganze Schulterpartie. Die Schulter ist noch ganz gut, ne? Boah, das, was ja, aber das war immer schon bei dir. Aber du hast so dieses, das ist so für mich, ich habe dieses gesehen, wo du auf die Bühne gegangen bist, wo es mal ganz kurz dunkel wurde. Ich glaube, das war bei Mr. Olympia oder so. Da bist du da raus und dann hast du alles die Schmalhans Küchenmeister da stehen sehen. Und dann kommst du da raus und dann denkst du dir, Arschlecken, Leute, geht nach Hause und dann lassen die dich nicht gewinnen. Das war aber tatsächlich so, Detlef, ja. Ich war in der Profiszene. Bist dann so 15 Athleten durchgegangen und die waren alles super. Gibt es keinen schlechter. Aber du hast dann gesehen, allein von der Struktur her, da steht er. Ja, leider war das so. Ja, weil man gedacht hat, zwei stehen mit einem Kopf nebeneinander. Ne, selbst von den Bullemännern nach hinten raus. Das war schön, ja. Reicht. Hast du genug gelobt? Nee, das war unser vereinbartes Gudine. Hast du bestochen, ne? Nee, Praline, das hört sich schon mal gut an. Nein, aber Ehre, wem Ehre gebührt, weißt du, ich bin so ein Mensch. Der verträgt das nicht. Doch, kann er. Nee. Der kriegt ja anhand von dir schon genug gegen... Ja, muss er ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Von dem und von meiner Frau gibt es genug Feuer. Ja, nee, und ich gebe dir jetzt mal Liebe. Liebe. Nein, aber das, was er erreicht hat, muss man erstmal erreichen. Ich finde ja in dieser Szene, auch wenn jetzt alle laut aufschreien, finde ich zwei Leute, die für mich herausragen. Das ist einmal Arnold Schwarzenegger und einmal er. Und alles, was dazwischen ist, die können ja alle toll gewesen sein. Aber Arnold Schwarzenegger hat diesen Sport dahin gebracht, wo er ist, dieses Bumm-Effekt. Und er hat ihn in die Neuzeit transportiert. Und ich nehme die beiden Namen bewusst rein. Ich habe gestern gesagt, ich trainiere mit dem für mich größten Bodybuilder. Wie, kommt Ani, hat einer gesagt. Ich sage, nein, Markus Rühl. Meint er, ja, genauso geil. Wir haben aufgebaut. So, erklären wir es mal. So, wir fangen an mit einem Plank. So, warte, alle raus. Was sind das? Wir fangen an mit dem Planken, genau. Machst du den vor und ich mach's nach dann? Ja, wir machen so nacheinander. Ich würde dir jetzt einmal ganz kurz durchgehen und der Coach Mike ist dann bei dir, weil ich habe es ja eben kommt. Seid ihr bereit? Ja? Okay. Und du sagst also immer eine Minute, ne? Immer eine Minute. Geh ruhig ein Stück weiter weg, dass du mehr Spannung auf dem Gummi hast. Ich wollte bescheißen, du merkst es schon. Fertig und los! So, ich helfe mal eben. Genau. Ja, bei mir brauche ich ja nicht. Jawohl, mach, genau. Kannst ruhig noch einen Schritt weiter, ich sehe, du hast Power. Den kann bei 30 Sekunden dann wechseln. Ja. Ja, jetzt habe ich noch Power. Ich merke es jetzt schon. 15 Sekunden muss noch durchhalten. Sehr gut. Da haben wir jetzt gemerkt, dass schon wieder drauf. Komm ruhig ein Schrittchen nach hier hin noch. Da kannst du dein Bein ein bisschen mehr strecken. Jawohl. Oh. Ja, so. Alter, heute Nacht kriege ich Krämpfe. Ja. Ich jetzt schon. Was lachst du so blöd? Durchhalten. Das tut aber echt weh. 10 Sekunden noch. Komm, halt nicht mal. Was hat ich? Keine Ahnung, fertig. 5, 4, 3, 2, 1. So. Direkt zügig zu hier hin. Jetzt gehst du direkt zum Planken, zum Detlef. Nee. Oh, das wird dir ganz große Freude machen. Ja, ich lach die Leute immer aus, die das machen. Das will. Aber leg dich nicht um den Ohr. Achtung, fertig. Und los. Jawohl, und schön stabil halten. Ja, ruhig ein bisschen tiefer mit dem Popo, ist nicht schlimm. Ja, so ist super. 5, 4, 3, 2. Ja, ja! So, direkt rüber. Achso, cool. Das schaffst du locker jetzt. Und los! Ja, das kenne ich mich. Das ist das Böse. Das tut echt weh. Also ich nehme es zurück. Ja, ja, das kommt mit jetzt. An alle Veganer, Entschuldigung. Genau. Schon anstrengend. Und ich hatte recht, wieder gedacht. Und dann wieder zurück. Sehr schön. Das wäre, als ob der Schneekette drauf hätte. Das sieht gut aus, aber du wolltest die Beine noch nebeneinander haben. Ach so. So. Ja, genau. Zum Beispiel ein bisschen geil eben. Ja, man klemmt sich da auch manchmal die Arme, das ist unangenehm. Gott sei Dank habe ich so kleine Hoden als Bodybuilder. Ja, okay. Bei mir ist der Penis leider so klein, aber dafür dünn. Ja. Okay. Was anderes, ne? Ja. Leider. Das ist echt anstrengend. Hammer. Was machen wir jetzt? Jawohl. Ruhig weiter weg und los. Mach ruhig ein bisschen auf Tempo, Markus. Okay. Genau. Schön. Machst einen schönen TikTok draus, ne? Beim Ananieren. Du machst es dann auch mal für Zack. Logisch. Du wolltest den Scheiß machen, nicht ich. Ich hab dir davon abgeraten. Nee. Wunderbar. Jetzt machst du beim Beinstrecker. Da vorne, genau. Einmal hoch und dann Beinstrecker. Und los. Denk an meine Oberschenkel, das ist schön. Du bist jetzt beim engen Rudern. Schnaufe Block, ey. Das ist alles ja, gefangen. Noch 10 Sekunden. 10, jawohl. 9, komm. 8, 7, jawohl. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sauber, Junge. So, und jetzt schwenkt es einmal nach oben, wie das früher aussah. Guck mal, hier machst du jetzt schön neben dir. Und jetzt machst du genau. Was? So, ne? Schön weit wegstehen und dann einfach immer gucken, dass der statisch bleibt und dann einfach schön so. Genau, halt den schön wieder nach vorne den Oberschenkel und dann ziehst du schön nach hinten. Ruhig ein bisschen weiter weg, also noch Spannung drauf ist, ne? Jawohl. Sehr gut. Ja, wir sind noch nicht fertig, ne? Jetzt sind einmal. Oh. Hättest du das gedacht? Nee. 15 Sekunden noch? Du hast gerade geile Gesichter. Ich spitze ihn aus. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jetzt gehst du einmal zu Detlefs über. So, hier ist schön, ne? Wenn du so ranstehst und dann schön so. Okay. Und los geht's. Oh, bin ich platt jetzt. Ja, das scheppert, ne? Das ist eine andere Belastung, ne? Ja, ich muss da drauf hin. Aber macht dir das den Spaß oder findest du den Arsch? Am Anfang ist es für den Arsch, weil die Power nicht hast. Ja. Mir geht es der Dampf aus. Ich leider zugebe. Noch 15 Sekunden. Dann kann man jetzt noch mal ein bisschen Gas geben, ne? Komm. Komm, jetzt nochmal so richtig. Jawohl. Komm, von dem lässt sich hier nicht dumm anmachen. Zwei. Zieh durch, komm. Drei. Sauber. Jawohl. Du bist jetzt bei Brustdecken. Hier ist die nächste. Komm. Einmal Bein rein. Beide. Jawohl. Genau, schön hoch und schön Geschwindigkeit. Das ist die letzte, ne? Das ist dann eine letzte, ja. Die scheppert gleich schön, wenn du die wechselst, das Standbein. Oh, das tut richtig gut, das ist voll lustig. 5, 4, 3, 2, 1, einmal Fuß wechseln. Und direkt weiter. Gas. Ja. Ja, genau, einfach auf die Beine. Boah, Alter, ey. 10 Sekunden noch, komm mal. 10 Sekunden. Der Arsch zwirbelt jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jawohl, dann gehst du einmal rüber zur Brust. Jetzt hol ich ja deinen Arsch, ey. Achtung! Fertig! Los! Jawohl. Fünf, vier, drei, zwei, eins. So, jetzt sind wir warm, jetzt können wir mit meinem eigentlichen Training anfangen. Nein, Quatsch. Echt Respekt. Dankeschön. Da hätte ich jetzt, dass du das anerkennst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig cool. Mein lieber Mann, Meldesleistung. Ja, das ist. Das sieht bestimmt auf dem Video total lächerlich aus. Aber das und genau das ist das immer. Wenn ich sage, ich trainiere mit Bändern, Mike, komm mal dazu. Jedes Mal wird geschmunzelt, jedes Mal lachen sie mich aus, ne? Jedes Mal, ach komm, du hast nur keinen Bock, mal richtig zu trainieren und so. Und wenn die das dann mitmachen, dann sehen die so, wow, ne? Jeder, der die Gummibänder sieht, der sagt eigentlich, was ist das denn hier für ein Kindergarten? Kasper-Scheiß, ne? Ja. Wenn die einmal so durch sind. Wenn du es so machst. Ja. Dann gibt es ein Konzert. Ja. So, ne? Ich bin nur zu faul. Ja, ja, alles gut. Da brauche ich jemanden, der jetzt mit dem auch sowas macht. Ja. Das wird mich aber das musst du machen. Das musst du machen. Ja, nee. Mach mal nee. Ja. Was stirbst du? Ohne Scheiß. Mach mal diese Blenkscheiße am Anfang. Mach da, das da. Und ja, Mann, das ist natürlich so, das geht auf den ganzen Organismus. Warte mal. Hau ab. Ekelig. Hat mir im Urlaub schon gereicht. Ja, da kann man natürlich auch schöne Sachen machen. Gefällt dir doch. Bein dann hoch, ne? Ja, kann ich aber nicht öffentlich sagen. Meine Freundin sitzt daneben. Noch 30 Sekunden musst du durchhalten. Halt ein bisschen den unteren Rücken höher. So, und jetzt versuchst du das aber gerade nach vorne zu gehen. Genau, und los. Eine Minute. Ne, du musst auf den Knien bleiben. Ach so. Jetzt gehst du zurück und vor. Vor und jetzt zurück. Genau. Das ging noch, fand ich. Mach mal, wie das geht. Mach mal Adduktoren. Ja, gut. Ja, okay. Adduktoren und Saudi. Ja, mach mal die Übung hier. Oh, die machst du einmal ein bisschen wechseln. Nicht immer nur so für die Muskeln, sondern auch für die Pump, wenn du es gewohnt bist, nicht die Anstrengung. Das ist ja rein tief modern. Jawohl, jetzt versuch mal ein bisschen Gas zu geben. Jawohl, 5. Was wird denn der Tanz dann? Gib mal Gas. Auf, 3. 1. Sauber, Junge. Gut. Ja, aber ich habe auch, ich habe mit einer halben Minute angefangen. Ich hatte 117 Kilo, so ein Pansen, ne? Und habe mit einer halben Minute angefangen, habe eine halbe Minute Pause. So habe ich halt angefangen, ne? Und habe mich dann aber sehr, sehr schnell gegen das, dass ich mich hochgearbeitet habe. Und alle, die mit mir angefangen haben zu trainieren, sind gar nicht mehr mitgekommen. Ich will mal sagen, für alle Leute, die immer sagen, ich bin irgendwo unterwegs, ich kann ja trainieren. Ohne Scheiß. Kannst du echt mal machen. Ein paar Therabänder, kannst du alles machen. kannst du die überall mitnehmen. Es ist jetzt kein Bodybuilding-Training, aber es ist ein Fitness-Training, was sich echt fordert. Also das ist ohne Scheiß danach. Ich finde, alles im Leben hat seine Zeit. Und man muss auch eine Zeit haben zum Genießen, wenn man nicht den Fokus komplett aus den Augen verliert. So wie ich, dass ich aussah wie Barbapapas unehelicher Bruder. Ne? Kennst du noch Barbapapa? Ja, normal. Ja. Bin ich mit aufgewachsen. Oh, unsere kenn ich auch, das ist unsere Generation. Jetzt mal schön Barbapapa googeln und dann meinen Kopf drauf. So sah ich 10 Jahre aus. Das sieht aus wie der Seestern von Spongebob. So ja, so die Richtung. Kann man sich das vorstellen. Patrick. So die Richtung, ne? Genau. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Das ist mal gut nachmachen. Du als einer deutsche Synchronstimme. So, jetzt machen wir kurz Schluss und dann machen wir noch ein bisschen Ernährung. Gerne. Gerade gesagt, siehst müde aus. Ja, bin ich du siehst echt müde aus. Ich bin müde. Oh, Scheiße. Ich muss halt jetzt zugeben, der Jetlag macht mich immer noch alle. Wir sind jetzt erst vor einer Woche aus dem Urlaub gekommen. Boah, ich penne abends um 10 ein und bin morgens um 5 wach. Ja, das ist Arsch, ne? Das ist richtig Arsch. Ich krieg das ja nicht so hin eben. Das ist, hat mich früher nie so kaputt gemacht, aber Jetlag ist ja. Ja, man wird älter. Deswegen trinken wir jetzt einen schönen Energy-Eiweiß. Also, okay. Wir haben jetzt trainiert. Ne? Wenn wir trainieren, zerstören wir Muskelfasern. Das sind Aminosäuren. Aminosäuren bauen wir wieder auf, indem wir Protein zuführen. Deswegen weiß ich nicht, ob du Protein zuführst. Ich trinke nie Eiweiß. Ich mach in der Richtung gar nichts. Macht mal. Also, wir müssen eins mal sagen. Wir müssen es nicht machen. Ja, aber für Everyday-Sportler, die das hobbymäßig machen, die jetzt gerade jetzt in Muskulatur gehen will, muss man es nicht machen. Es ist aber immer so, das ist gut für die Regeneration. Stell dir vor, du tust deinem Auto irgendwas entziehen und dann tust du wieder zuführen, dann läuft er länger. Genau. Es ist nicht nur für Muskelaufbau, sondern auch für Regeneration. Und wir wissen es alle, Haut, Nägel, Kopf, alles braucht Protein. Kannst du ruhig sagen. Ich habe jetzt einen ganz lustigen Geschmack, den haben wir ganz neu. Ja. Das nennt sich Energy. Das ist tatsächlich, wenn du so ein Energy trinkst. Weißt du, wonach das riecht? Ich habe früher an der Tür gestanden. Ja. Was hat man da immer viel getrunken? Naja, du musst ja schauen, wie kriegst du dieses Milchige aus dem Protein. Erstmal durch den Rohstoff und zweitens durch weniger Emulgatoren. Deswegen ist das jetzt ein bisschen der Schaumeffekt. Ne? Ja. Jetzt müsst ihr gleich sehen, der Schaum legt sich relativ schnell. Und dann kannst du das ganz normal, schütten wir dann ins Glas ein, ganz normal trinken. Riech mal dran. Leck mich am Arsch. Ja, das ist schon böse. Das ist wie wenn du so eine Dose trinkst. Ne? Wir haben allerdings jetzt hier kein Koffein drin, weil es soll ja für jedermann sein und für jede Frau. Deswegen haben wir gesagt, wir machen diesen Energy Taste trotzdem koffeinfrei. Wir könnten auch Koffein reinbauen, das wäre kein Problem. Und wenn du jetzt das merkst, du ja, wie das einschenken, ne? Das ist wie Wasser. Ja. Trink noch mal einen Schluck. Hm? Boah, ist ja lecker. Naja, das ist wie so ein Red Bull. Ne? Entschuldigung. Red Bull-Geschmack. Ja? Das ist nur so eins davon, also das wäre was, was ich dir empfehlen würde dazu. Das kriege ich bei dir im Shop? Kriegst du bei mir im Shop, ja. So, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Aminosäuren, da bin ich auch ran, das auswählen. Ja. Kreatin, sagt mir was? Ja, das sagen manche, das ist guter Christus Schmalzaumfüller. Richtig. Fleischesser oder Leute, die Fleisch essen, haben immer in der Ernährung Kreatin mit drin. Das ist im Fleisch mit Inhalte drin. Trotzdem haben wir eine gewisse Menge, was wir brauchen. Es ist ein Zusatzmittel, was den Körper leistungsfähiger machen soll. Ja? Das heißt nicht, dass du dadurch jetzt stärker wirst, aber du wirst ausdauernder, was für deinen Sport, den du machst, nicht verkehrt ist. Ne? Ja. Genau so. Das heißt, die Muskelzelle ist länger in der Leistung drin. Ja. Kann mehr leisten und kann dadurch natürlich auch mehr Muskulatur aufgebaut werden. Ja. Das ist aber wie ein Pushdown nochmal, ein Kickdown beim Auto. Ich würde es unbedingt jedem empfehlen, der Sport macht. Unumgänglich, ob er jetzt Muskelmasse aufbauen will oder nicht. Regenerativ und als Regeneration und als Push für dein Training ist Kreatin unbedingt. Also das ist was ich dir echt ans Herz lege. Du musst nicht tausende Euro für Supplements ausgeben. Du brauchst die Basics, ein Protein, ein Kreatin und ein paar essentielle Aminosäuren. Damit bist du perfekt aufgestellt. Aminosäure kenne ich noch von früher. Kennst du von früher, ne? Zu trainieren, ja. Das gab es immer zu unserer Zeit, wo wir angefangen haben. Weder Kreatin noch ERAs. Ja. Ne? Das ist eine Weiterentwicklung in der Nahrungsergänzung. Das sind so Proteinriegel, ne? Ja. Ist eine Süßigkeit, ist natürlich jetzt nicht so gut wie ein Proteinshake, weil klar, was gut schmeckt, hat natürlich auch immer ein bisschen dann was drin. Aber wir haben auch hohes Proteingehalt. Aber es ist eine Leckerei. Wenn du mal einer ohne Zucker? Naja. Was ist das? Probier mal, das ist Kokos. Ja? Bitte? Ja. Probier mal. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also Ich sage jetzt nicht, was die Riegel bei uns für eine... Probier mal, beiß mal rein. Was ich geil finde, das schmeckt, als wenn ich in Maßen Snickers oder sonst was esse. Das ist einfach lecker. Das ist ohne Scheiß. Dieser Riegel hat 100% positive Bewertung. Es gibt keinen Konsumenten. Wir haben schon einige tausend verkauft. Wir haben keine Bewertung unter 5 Sterne. Das ist aktuell der bestbewerteste Riegel im Markt übertragen. Ey, fick die Hühner, ey. Ey ja. Da fliegt mir alles aus der Buchse, was keine Miete zahlt. Ja. Leck mich am Arsch. Ja, natürlich. Ja, alles für dich. Danke. Und freue ich mich, dass es geschmeckt. Also das haben wir jetzt alles so rausgebracht. Nochmals, das ist nichts, was man haben muss, aber ich finde es besser wie eben du die Marken, wo du genannt hast, weil da ist halt nur Zucker und Scheißdreck drin. Da hast du halt echt noch gutes Protein. Guck mal nach hinten raus, ne? Ich bin jetzt mal, wir sind hier 100% real, ne? Das ja, ist kein Scheiß. Das hat ja einen Grund, warum ich mit dem ganzen Scheiß mit 54 nochmal angefangen habe, ne? Habe ich scheiße gehabt? Ne? Boah, es schmeckt so geil. Jetzt, ne? Mach mal nach, wie klein das jetzt geworden ist. Ne? Es schmeckt so lecker. Bleib mal so. Ja. Das ist ein Clear-Protein. Komm mal her, du hässlicher Vogel, trink mal. Ich würde immer schlecht von der Sache. Seitdem der das trinkt, hat er ein paar Muskeln gekriegt. Schule. Nee, ist wirklich gut. Ist gut, lecker, ne? Ist lecker. Ja, ne? Das ist halt so ein Energy-Geschmack, wie es jeder kennt. Ja, so, jetzt gehen wir Schluss. Prost mit einem geilen Drink. Vielen Dank, ich habe schon leer getrunken. Ich danke dir. War mir eine Ehre, Detlef. Sexy mir aus, hat mir so Spaß gemacht. Das Arschloch hat mich echt fertig gemacht. Jetzt geht was langsam wieder besser. Und ich habe eine lebende Legende kaputt gemacht. Ja. Kannst du dir haken? Ja, war also, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was schreiben wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht treffen wir uns nochmal auf anderem Milieu. Würde ich gerne machen. Und dann trainieren wir mit Detlef mal richtig Bodybuilding. So. Einmal. So. Hätte passt, der Frage gesagt. Markus Rühl.